Okay, na dann. Willkommen zu Let's Test There Was a Dream. Ein neues Let's Test, ein neues Spiel aus meiner Steam-Bibliothek, was mir Morty geschenkt hat. Schauen wir mal. Starten neues Spiel. Okay. Ja, wir haben keine früheren Spielstände. Dürfen wir nicht haben. Okay, wir können mal die Musik ein bisschen leiser machen. Okay. Let's go. There was a dream. After its creation, the universe extended to form billions of galaxies, and with them, planets capable of hosting multiple life forms. They were the first sentient beings, dreaming, to create the Oneric Dimension, the place where we all find ourselves while we sleep, where desires and hopes can be nourished or destroyed. From the imperfection of those beings was born a dark force, able to travel between dreams and manipulate them to increase her nightmare's domain, the Entity. To do so, she gave the Chosen One of every planet her power, and the imperfection inherent in his ego would have led him, willingly or unwillingly, to contaminate the dreams of others. When the Chosen One of Vexari received the gift, he used the advanced technology of his people to extend that capacity to all the inhabitants. Vexari used that ability for their own purposes, and this led them almost to self-destruction when the First Oneric Civil War broke out. Millions of victims fell asleep forever. From that moment on, Vexari banned the manipulation of dreams and decided to fight against the spread of the Entity. Traveling from dream to dream, they searched for the Chosen Ones and taught them how to use this power differently. This is where our story begins, when the Chosen One of another far planet received that gift. In summary, the dream is a shared dimension from whoever is dreaming at that moment on the planet. The people we see in our dreams are other dreamers that the brain shows as relatives, friends, or strangers. The entity insinuates itself into the dream of the chosen subject and begins to infect the subject and the other dreamers. Next time we will deepen your instructor role. For a few days I will be absent from this room. Professor Xeno will replace me. Thanks everyone for participating. Xania, wait a second. I have to talk about something. Tell me, High Protector. Well, the Council gave me permission to choose an assistant for the mission they have entrusted to me. And you are the best student in dream research and manipulation. Of course. What's going on, if I may ask? The Entity is back. Soul System. Planet Earth. But it's been ages. Unbelievable. Unfortunately, there's no time to waste. You must immediately search for the subject on Earth. I don't yet have permission to use an observer. You have it now. Observer 15. I'll immediately get to work. Thanks, Anya. Also, prepare an emergency manipulation. I'll wait for you in orbit, and with your results, we will start the mission. Zwei Wochen später, auf Raumschiff Xal Ehe. Anya, if you're here, I guess you have the scans. Exactly. Sieht ja alles schon sehr schön aus. Subjects? Subject? There is always only one. It surprised me too, but Stil. I confirm that there are two. Sieht nicht übel aus. Let's start the mission immediately. Here it is. The first Bisher. Observer.
the Zwischensequenzen. The only one now illegal capable of manipulating the whole dream dimension. Thanks to this, we defeated the entity. It's wonderful. Yes, but very sensitive. We keep it in orbit because it suffers from any interference. Data entered. I'm ready. Start. Oneric jump in 3, 2, 1. Es wird er transportiert. Teleportiert. Oder was? Oneric, der mein Dimension. Oh, jetzt können wir uns mit der Kugel bewegen, oder was? Und nach vorne oder nach hinten? Okay. Zanya, do you read me? Okay, wir können uns nach vorne und nach hinten bewegen. Trouble filtering the data. Ja, na dann. Bewegen wir uns mal nach vorne. It doesn't matter. Send me all the positions. Go ahead. Positions are coming. Okay. Here's a dream. This is not the being we are looking for. Another position coming. Go ahead. There's the dream, but not the dreamer. When the being dies while sleeping, the dream remains suspended here until it naturally degrades. Another position coming. Go ahead. Du musst gerade wirklich die ganze Zeit nur W drücken. Ja, das ist sehr interessantes Gameplay. Ja, fühle mich beansprucht. Ich kann nur zurück. Links und rechts mal ausweichen ist nicht die Option. Tja. Here is the chosen one. Starting visual manipulation. Started. Okay. Aber ansonsten schön. Okay, das ist unser. Ach, jetzt können wir unseren Körper. Männlich. Hautfarbe bleich. Jetzt können wir unseren Charakter. Ach, wir sind der Träumer und können unseren Charakter erstellen. Unseren Charakter. Sekunde. Ich bin gerade noch ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade eben sehr viel sehr viel wenig los war. Okay, die Typen haben wir hier. Okay. Kopfformtyp. Ich nehme den hier. Augenton passt eigentlich schon fast. Joa. So. Die Haare. Zwei Typen von Haaren haben wir ja. Okay, das hier. Und das hier. Zu mir passt doch eher das hier. Falls überhaupt noch irgendwas zu mir passt. An Haaren. So, Farben. Viel Gestaltungsraum haben wir hier nicht, aber so ein bisschen Klamottenstil. Ach, die Schuhe ändern sich auch mit. Na toll. Okay. Charaktererstellung. So ein bisschen grau und da ein bisschen schwarz. Ja. Name.
sehr schön. Ui. Hey, hello. I know I'm a stranger in your dream, but we don't have much time. I am Xehor. I come from a distant planet, and I am a protector of dreams. You are the being chosen by the entity to manipulate the dream zone. Ach du Schreck. You must not allow her to bribe you. If she can do it, you will become her tool, her weapon, and you will extend her corruption to all other dreamers. What's happening? We have to run away. You're not ready yet. Das der Böse schon. Our sincere opponents. What's the hurry? Xania, do you receive me? Xania! Xania, you say? She can't hear you here. Oh, here it is. The being. Oh, Schreck. I gave my power many years ago. This little dream of yours, you should take refuge every time. Das Spiel wird übrigens nicht mehr verkauft und wird nie wieder verkauft werden. Warum das? Was ist der Grund, Mordi? Was ist passiert? Indiziert oder was? Ich spiele jetzt gerade ein indiziertes Spiel oder was? Oder was ist schiefgelaufen? Verboten. Ist nicht rentiert oder was? Take us away. Und was ist der Grund? That was a dream. Laufzeiten sind schwere Zeiten. Studio hat Corona nicht überstanden und haben kein Geld mehr für weiteres Verkaufen. Oh, das ist traurig. Ein Corona-Opfer. Tja, schade. Und irgendwas mit aufgeteilten Rechten. Okay, aber ich darf es immer noch streamen, oder? Ich begehe da jetzt nichts. Keine Straftat oder so. Ich mache da jetzt hier keine. Ich darf spielen und streamen und aufnehmen. Da ist jetzt nichts, was ich da irgendwie falsch mache, oder? Da kriege ich keinen Ärger für, oder was? Uff, die Ladezeiten sind hier. Die Ladezeit ist hier. Ladezeiten. Mein lieber Oschi. Oschi. Lieber Oschi, das ist hier wirklich. Die Landezeit ist echt extrem. Ich hoffe nicht nach jeder Sequenz. Und sonst so, heute noch was vor. Ich ja scheinbar nicht mehr. Vernichtend die Ladezeiten.
ist ja schrecklich. Alles gut, nur dein Steam-Account könnte irgendwann viel mehr Geld wert sein. Aha. Wenn du meinst. Tja. Was sagt man dazu? Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten, 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 warten. Und wir warten. Ich glaube, es hat sich aufgehängt. Ah, geht's weiter? Das ist abgestürzt, das Spiel. Es geht weiter. Okay. Nochmal Beth. Okay, es ruckelt stark. Hallo, ich weiß, dass alles schnell geht, aber du musst trainieren. Es ist alles so seltsam. Ich scheine diesen Ort zu kennen. Sieht sehr nach dem Ort aus, an dem ich in meiner Jugend in Italien Urlaub gemacht habe. Ja, es ist der Ort, von dem sie normalerweise träumen. Aber jetzt ist er etwas größer und lebendiger. Sie sind die einzige Person, die uns helfen kann, den Traum stabil zu halten. Ich bin auch kein klarer Träumer, aber ich habe deine Kräfte nicht. Xenia informierte Karl und mich auf der Suche nach den Auserwählten. Wie dumm, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich bin Beth und ich bin Chef von NAD. Der NAD? NAD, Nightmare Alert Department. Wenn die Albträume der Entität aus dem Untergrund kommen, wir sind bereit zu gehen. Und dank unserer Antinegativitätsstaubsauger können wir sie mit großen Schwierigkeiten bekämpfen. Die Zeit läuft ab. Das Training beginnt. Wir sehen uns am Ausgang. Gehen. Okay, wir können laufen. Erkunden die Umgebung. Die werden wir sogar gesiezt. Okay. Tab ist kämpfen. Ah, okay. Oder was? Nehmen jetzt. Okay. Karmelante. Oh, okay. Steht in der Waschmaschine. Okay. Springen können wir auch. Haben wir gelernt. Können wir auch ein bisschen schneller durchlaufen. Ach so, wir haben dann bestimmte Power. Müssen dann wieder aufladen, bis wir wieder schnell laufen können. Interessant. Hallo, wie bist denn du? Können wir jetzt hier reden? Oh, eine Katze. Eine Katze. Okay, mit ihm können wir nicht reden. Ja, in ihrem Programm nicht überspringen. Müssen wir wahrscheinlich Messerwurf lernen.
Ah, okay. Karte, Kompetenzen. 10.37 Uhr, 38 ist hier in der Welt. Okay. Waffen und Kampf. Okay. Wir müssen erstmal irgendwo eine Waffe bekommen, wahrscheinlich. Hier geht's nicht lang. Okay. Wo kriege ich eine Waffe mehr, Waffe her? Vielleicht aus dem Kamelante? Diese Maschine ähnlich wie eine Waschmaschine, kann als essbare Heilbonbons umwandeln. Ah, okay. Kannst du mir eine Waffe geben oder so? Okay. Durch den Büsch durchrennen kann ich nicht. Okay, was machen wir hier? Bin in der Waschmaschine. Inventar öffnen. What's over here? Ach, hier habe ich eine Waffe. Okay, wie können wir die ziehen? Zu essen habe ich nichts drin. Ich weiß, dass ich eine Waffe habe. Right. Okay. Ich habe eine Waffe hinten dran. Tun wir lernen, die einzusetzen. Nachfüllung. Okay, jetzt haben wir eine Wasserschusspistole. Alles klar. Ah, okay, verstehe. Jetzt muss man ein bisschen kämpfen. Natürlich nur mit einer Wasserpistole. Nicht mit echten Pistolen. Ah, dafür kriegen wir XP. XP farmen. Wahrscheinlich sollen wir uns hier hinter die Kisten stellen. Hier können wir dann auch was aufladen. Okay. Safe und 4 Bonbons haben wir schon erhalten. Wir kriegen also Bonbons. Oder wie funktioniert das? Ein spannender Traum.
Okay, können wir hier irgendwo durch? Oder was machen wir? Das ist erst das Tutorial. Okay, jetzt haben wir das Lernprogramm übersprungen. Jetzt können wir hier durch. Gut gemacht, gut gemacht. Sie haben die Grundlagen des Überlebenskampfs. Ich habe vergessen. Wenn es regnet, gibt es starke Gewitter. Stellen Sie Ihr Zelt auf, suchen Sie Schutz, wenn die Situation kritisch wird. Okay, diesen Bereich verlassen, stellt Ihr Aufgabenbefehl. Okay. Jetzt habe ich hier eine Aufgabe. Oder was? Was genau ist meine Aufgabe hier? Jetzt regnet stark Gewitter. Okay, das hat es schon gesagt. Komm jetzt hier weiter. Okay. Ich komme hier runter. Ich verstehe nicht ganz. Was will das Spiel von uns? Kommen wir jetzt hier hinten vielleicht durch? Tatsache. Jetzt haben wir noch das Schildchen dort. Oh, okay. Wir haben den Bereich verlassen. Okay, aber was machen wir? Was ist unsere Aufgabe fehlgeschlagen? Ja, aber was war unsere Aufgabe? Das habe ich jetzt nicht ganz so verstanden. Können wir uns frei bewegen? Und wild durchs Feld. Ja, ja, muss das mal aufladen. So, nachtanken wahrscheinlich. Und auch nicht. Wir können ziemlich lange rennen. Können einen Hirsch abschießen. Bup. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir Hirschfleisch. Ich sammle ja schon. Geht gar nicht. Ach so, rohes Fleisch. Survival Game. Weiteren Hirsch. Bup. Das macht ja einen lustigen Sound. Bup. Bambis Mutter getötet.
bist du, kleine Katze? Okay, wir können das Fleisch nicht finden. Sehr schön. Tiere sind umsonst gestorben. Okay, was machen wir hier? Wir laufen auf die Straßen lang. Vielleicht kapern wir ein Auto und dann fahren wir nach San Andreas. Jo. Dann wird man zu den Windrädern hinter. Das ist ja spannend. Aber Open World. Wie es ausschaut. Eine Rasttaste. Ich habe den Sprintknopf gedrückt. Ja. Wenn du 5 Minuten lang die Wege und die Sprinttaste drückst. Okay. Hier haben wir Blasenfelder. Okay. Interessant. Da war das Windrad. Mit den Leuten reden können wir nicht. Ja, doch, können wir. Sag hallo. Komm mal hinein. Ich finde das Windrad, das macht. Okay. Was machen wir jetzt hier? Ja gut. Erkunden Sie die Umgebung, mache ich ja sehr gut jetzt. Ich sollte mir ein Auto klauen, dann fährt sich schneller auf der Straße und bewegt sich schneller voran. Dann geht einem auch nicht so sehr die Luft aus. Tja. Ein Bacher trinken können wir uns auch. Ah, Wasserflasche füllen können wir hier. Oh, die Katze hat einen Tauchanzug. Sehr schön. Unsere Katze, die ganze Zeit mit uns mitläuft. Ein Tauchanzug. Ist das witzig. Die wir aber selten sehen. Okay, das Wasser ist hoch genug, dass wir durchlaufen können. Wir können uns gleich ertrinken. Was bist du denn für einer? Ein Fisch im Brötchen. Ein schwimmendes Fischbrötchen. Keine Angelrute. Ah, schade. Ich könnte mir das Fischbrötchen angeln.
Ja, sehr schön. Reitschule. Können wir donaten. Können wir auch noch reiten lernen hier. Das ist ja... Das ist ja der Hammer. Wir in der Reitschule. Jetzt sind wir wieder am Windrad zurück, oder nicht? Quietschentchen. Sehr schön. Und wir können tauchen. Okay. Nee, nicht okay. Jetzt ist gerade ersoffen. Ah, okay. Das wollte ich mal. Das wollte ich zeigen. Was passiert, wenn wir ein Game Over haben? Ich komme im Krankenhaus an. Das ist ja toll. Ist im Krankenhaus. Sag hallo. Sind wir in der Stadt? Ach, sehr toll. Können wir das Auto klauen? Das Polizeiauto? Genau, ich klaue das Polizeiauto. Gleich 5 Sterne. Auf geht's. Vom Polizeiauto. Ja, so liegt sich doch die. So fährt sich's doch besser. Lassen sich Längen besser. Ja, Strecken besser zurücklegen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Strecken zurücklegen. Ziemlich leise das Auto. Und der Benzintank reicht ewig. Und Menschen umfahren. Zack. Waren vorhin schon mal zu Fuß. Aus dem Weg, ich bin Polizei. Gar keine Kollision. Nichts passiert. Bats. Das ist ja sehr schlecht. Ich kann hier keine Menschen umfahren. In anderen Autos. Bleib nicht in der Wand stecken. Oh. Hübsches Haus. Bauernhaus. Preskanoske. Nook oder so. Aha. Mal Sachen kaufen. Das Auto vom Farmer klauen. Müssen wir nur rauskommen damit. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir das Auto vom Farmer geklaut. Ein Bus. Busentführung. Nicht. Wie alt ist eigentlich der Protagonist hier?
Hauptcharakter. Ich stelle mir keine Fragen. Autofahren ist ja also auch für 10-Jährige erlaubt. Okay. Was ist jetzt passiert? Wir haben Schaden bekommen. Okay. Ah, okay. Der Bus hat Kollision. Also können wir unseren Tank auffüllen. Okay. Und weiter geht die Reise. Okay, fällt ein. Danke, Spät alle. Können wir Trecker fahren? Schwebt in Luft. Der Trecker. Das Flugtrecker. Okay, dann halt nicht. Ach, das fliegt auch, das Auto. Die fliegen alle hier. Ist ja sensationell. Ja, da gibt es bestimmt irgendwo noch tolle Quests. Hier zum Beispiel. Hier ist ein Reiterhof. Hey, hier drüben. Okay, ich würde gerne ein Pferd. Fremder. Ich hätte gerne ein Pferd. Ich würde reiten. Das wäre sehr gut. Reitschule. Wenn wir jetzt ein Pferd holen können und können wir es vielleicht abschießen. Okay, jetzt hänge ich im hohen Gras fest. Ich komme nicht mehr von der Stelle. Na, sehr toll. Ja. Na dann. Ja, da mich noch um 70 gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Man sieht sich in einem nächsten Netztest wieder oder in einem nächsten Video auf meinem Kanal. Haut rein, ne?